Hallo und willkommen. Mein Name ist Dr. Asherina Rehm. Ich bin Gründerin des Blogs Psyched Mommy. Außerdem bin ich Psychologin, Spezialistin für perinatale psychische Gesundheit und Mutter. Heute möchte ich mit dir über perinatale psychische Erkrankungen sprechen, auch bekannt als perinatale Depressionen oder Angststörungen. Mit perinatal ist die Zeit während der Schwangerschaft und nach der Geburt gemeint. Genauer gesagt bis zum ersten Jahr danach. Es ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen, denn viele Menschen sind sich der möglichen Veränderung bzw. Verschlechterung der psychischen Gesundheit während und nach der Schwangerschaft überhaupt nicht bewusst. Bleiben diese Erkrankungen unbehandelt, können sie sowohl für die Schwangere als auch für das Baby nach der Geburt verheerende Folgen haben. Ich sage das nicht, um dich zu verängstigen, auch wenn dir diese Informationen vielleicht beängstigend erscheinen, vor allem, sobald man genauer darüber nachdenkt. Das ist völlig normal, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, damit du alle nötigen Informationen für deine Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt hast. Vielleicht möchtest du dein neues Wissen mit den Menschen in deinem Umfeld teilen, damit auch sie die Warnzeichen erkennen, wenn sie auftreten. Es gibt viele Erkrankungen, die zu den perinatalen Stimmungs- und Angststörungen gehören. Heute liegt der Fokus aber auf den Problemen, die am häufigsten auftreten. Außerdem zeige ich dir, wie du am besten Unterstützung finden kannst. Der Baby Blues ist eine kurze Phase von Traurigkeit oder Antriebslosigkeit. Viele Mütter berichten, dass sie viel weinen, sich überfordert, abgeschlagen und unsicher fühlen. Auch Schlafstörungen sind ein Indikator dafür. Doch davon abgesehen ist die Grundstimmung meist gut. Es wird vermutet, dass diese Phase eine Reaktion auf die hormonelle Umstellung nach der Geburt ist. Dabei handelt es sich nicht um eine psychische Erkrankung. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass der Baby Blues in der Regel nur 2 bis 3 Wochen nach der Geburt anhält. Eine Wochenbettdepression hingegen geht über diesen Zeitraum hinaus, kann aber dieselben Symptome wie eine schwere depressive Störung haben. In einer Studie mit 10.000 Frauen gaben 21% an, Wochenbettdepressionen gehabt zu haben, wovon 33% der Frauen bereits in der Schwangerschaft Symptome bemerkten. Typisch für eine Wochenbettdepression ist, dass du dich überfordert fühlst, es dir schwerfällt, dich um dein Kind oder dich selbst zu kümmern, du kein Interesse, keine Freude oder kein Vergnügen mehr verspürst, wenn du traurig oder gereizt bist, oft weinen musst, keinen Hunger mehr hast, unter Schlafstörungen leidest, Schuld oder Scham verspürst, wenn du körperliche Beschwerden oder Selbstmordgedanken hast, du dich isolierst, wenn es dir schwerfällt, eine Verbindung zu deinem Baby aufzubauen und auch wenn du dich hoffnungslos oder hilflos fühlst. Häufig kommen Mütter zu mir und sagen, ich fühle mich nicht wie ich selbst. Es ist höchste Zeit, dir Hilfe zu suchen, wenn du bemerkst, dass du darüber nachdenkst, dir oder anderen etwas anzutun. Kommen wir nun zu den perinatalen bzw. postpartalen Angststörungen. Auch die perinatale Angst kann sich ähnlich wie eine allgemeine Angststörung äußern. Forscher haben herausgefunden, dass der Anteil derer, die während der Schwangerschaft an einer Angststörung leiden, bei etwa 16% liegt und eine Angststörung nach der Geburt bei bis zu 20% der Frauen auftritt. Sie ist an den folgenden Symptomen zu erkennen: Unruhe und Reizbarkeit, Schwierigkeiten beim Stillsitzen, übermäßige Sorge oder Betroffenheit in Bezug auf deine Gesundheit oder die deines Babys. Veränderung des Schlaf- und Essverhaltens, rasende Gedanken, Kurzatmigkeit, erhöhte Herzfrequenz, sich in höchster Alarmbereitschaft befinden und Worst-Case-Szenarien im Kopf durchspielen. Es ist natürlich vollkommen normal, dass man sich als frischgebackene Mama auch Sorgen macht bzw. gewisse Ängste hat. In unseren Augen sind unsere Kinder klein, unendlich wertvoll und zerbrechlich und wir möchten sie beschützen. Ängstliche Gedanken können jedoch dann zum Problem werden, wenn sie uns nachts wach halten, schwer zu bekämpfen sind und uns nicht mehr aus dem Kopf gehen. Wenn die Ausprägung der Angst zu stark wird, kann daraus ein zwanghaftes Verhalten resultieren, das auch als perinatale Zwangsstörung bekannt ist. Eine der am häufigsten falsch interpretierten Erkrankungen in der Zeit vor und nach der Geburt. Denn sie wird oft übersehen und für etwas anderes gehalten. Frauen, die sich in der Phase um die Geburt herum befinden, haben ein höheres Risiko, an einer Zwangsstörung zu erkranken. Typisch für eine Störung dieser Art sind anhaltende und unerwünschte Gedanken.
Zum Beispiel die sich wiederholende und beängstigende Vorstellung, dass dem Baby etwas zustoßen könnte. Das Gedankenkarussell erzeugt erschreckende Szenen wie aus einem Film. Natürlich machen sich alle frischgebackenen Eltern an irgendeinem Punkt darüber Gedanken. Aber für Menschen, die unter einer Zwangsstörung leiden, können sie zu einer unglaublichen Belastung werden. Verbunden mit enormen Schuld- und Schamgefühlen. Sie werden übervorsichtig und entwickeln bestimmte Verhaltensweisen, um potenziellen Schaden zu vermeiden. Ein Beispiel dafür ist das wiederholte Überprüfen, ob das Baby noch atmet. Okay. Mir ist klar, dass das gerade eine ganze Menge Informationen waren und dass das alles beängstigend und überfordernd sein kann. Aber es ist wichtig, dass du dir der möglichen Veränderungen der psychischen Gesundheit bewusst bist, damit du dich darauf vorbereiten kannst. Wenn du dich dabei erwischt, dich selbst zu fragen, was eigentlich gerade mit dir los ist, oder du denkst, ich fühle mich nicht wie ich selbst, wird es dringend Zeit, dass du dir Hilfe suchst. Ich ermutige die Menschen, mit denen ich spreche, immer proaktiv zu sein. Das gilt vor allem dann, wenn du eine persönliche Geschichte mit psychischen Problemen hast. Mein Rat? Nimm Kontakt zu einem Therapeuten bzw. einer Therapeutin auf oder suche dir eine Selbsthilfegruppe und erkundige dich gegebenenfalls auch nach Medikamenten. Lass auch die Menschen, die dich unterstützen, wissen, wie es dir geht und wie sie dir helfen können. Ich möchte, dass du weißt, dass es immer Hilfe für dich gibt. Und dass du dich auch wieder besser fühlen wirst.